wie viele noch? Ihr euch meine Geschichte ah, habt Dank für eure Hilfe. Ich werde mich mit der Zeit von diesen Wunden erholen. Und nichts kann meinem Bruder Torkel mehr helfen. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er im Rachen eines großen Wurms gefangen. Ich kann nur hoffen, dass es schnell mit ihm zu Ende war. Die Würmer werden nichts übrig gelassen haben, was ich begraben ließe. Und sie verzehren keinen Zwergenstahl, wenn ihr das Wagnis auf euch, wenn ihr das Wagnis auf euch nehmen wollt, euch in ihre Höhlen zu begeben und die verbliebenen Habseligkeiten meines Bruders zu bergen, so werde ich euch dafür fürstlich belohnen. Die Wurmhöhle liegt im Südosten. Also ich glaube wirklich, wenn wir mit allem durch sind, was wir lesen müssen, vor allem wenn wir gleich nach Bruchtal reisen, erstens habe ich dann wahrscheinlich so einen Mund und zum anderen wird dann wahrscheinlich, 22 Uhr sein. Da will ich wahrscheinlich dann so in einem Dreh zumindest aufhören. Ich habe dann ja noch ein bisschen was. Und ich gucke gerade einmal kurz in Discord. So. Nein, das ist das Falsche. Ja. Okay. Gut. Es scheint, als hätten die Wolfsmenschen mich am Ende doch noch erledigt. Mein Körper ist kalt wie Stein und dieses lodernde Feuer hilft überhaupt nichts. Meine Geistrufe haben mich mit einem Fluch belegt oder jener Fall war mit einem Gift versehen, das ich nicht kenne. Ich verstehe mich weder auf die Heilkunst vom Richten gebrochener Knochen und bin von Wunden einmal abgesehen. Auch bin ich wirklich Herr meiner Sinne. Wenn es sich um einen Fluch oder ein Gift handelt, so kann ich nur hoffen, dass ihr in den Goradan-Lagern ein Mittel dagegen findet. Bitte, ich flehe euch an, versucht etwas zu finden, obschon ich euch kaum sagen kann, wonach ihr suchen sollt. Bevor wir das so gut vorangekommen ist, dass ihr wieder Tipps geben, wenn ich es mal wieder schaffe, Lotro zu spielen. Ich kann es versuchen, ja. Ich kann es versuchen. Ich glaube, in den Gebieten, wo du jetzt gerade bist, Mappa. Also ich weiß gar nicht, wie viele Gebiete ich dir jetzt voraus habe. Aber da, wo du jetzt, glaube ich, noch rumlaufen müsstest, wenn ich mich recht entsinne, muss ich auch noch ein bisschen was machen. Weil da ja Gruppenaufgaben waren, die ich damals nicht geschafft habe. Mit denen ich jetzt aber, glaube ich, recht gut zurechtkommen sollte. Ich guck gerade mal. Weiß gar nicht, ich glaube, hier warst du noch hier oben, oder? Oder warst du schon in den Nordhöhen? Kann doch sein, dass du schon hier warst. Bin mir da gerade tatsächlich nicht ganz so sicher. Nordhöhen oder noch das letzte Stück in den Einsamlanden? Aber hier ist zum Beispiel das Gebiet, was wir zusammen machen sollten. Wegen Gruppe. Ich glaube, der Rest war recht gut alleine. Ah, okay. Dann das hier oben, also hier, war auch noch mit Gruppe. Also mittlerweile sollte man das auch ohne Gruppe schaffen, aber ich glaube, auf deinem Level war das noch wichtig. Dann kommt das hier. Wie wenn denn? Eine Quest für Furuchel habe ich jetzt auch schon. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich bald landen. Nach Evendem kamen die Trollhöhen. Danach müsste Bruchtal direkt kommen. Also, ja, hier Bruchtal. Gruppendinge angenommen und die in der Herberge. Stimmt, die in der Herberge müssen wir auch noch machen. Ich glaube, das dauert auch noch, bis wir die machen können. Und nach Bruchtal kommt dann schon das Nebelgebirge. Also eins, zwei. Gut. Wenn ich das jetzt mal mitzähle, ist es eins, zwei, drei. Vier. Ja, vier Gebiete. Wobei die Trollhöhen, glaube ich, recht schnell gingen. Aber ich glaube, da habe ich auch nicht alles in den Trollhöhen. Da habe ich aber auch nicht so akribisch gesucht.
aber schon gut was geschafft. Werdet ihr mir helfen? Ich flehe euch an. Ich glaube nicht, dass Master Torgas noch lange zu leben hat, wenn wir nicht einen Weg finden, ihn von seiner Krankheit zu heilen. Jetzt, da sein Bruder tot ist, möchte ich nicht als Einziger das Ende seines Geschlechts in dieser harschen und einsamen Wildnis bezeugen müssen. Bevor er ins Delirium fiel, berichtete Torgas mir von den Wolfsmenschen, die ihn niedergestreckt haben. Es scheint, als gäbe es unter ihnen einen Geistrufer, der wahrscheinlich für Torgas Leid verantwortlich ist. Vielleicht kennt er allein das Gegenmittel. Vielleicht hat jener Geistrufer ja das Mittel gegen dieses schreckliche Leiden bei sich. Was immer ihr auch tut, bitte beeilt euch und findet ihn. Wir machen das schon mit den Gruppendingern, wenn es wollt. Jo, alles gut. Wie gesagt, bei zwei Gebieten soll ich mittlerweile auch ein Level haben, um es allein zu machen, aber wäre halt für dich doof, ne? Dann müsstest du da ja trotzdem alleine durch, zumindest questmäßig. Weil ich dann keine Ahnung habe, welche Quests gemacht werden muss. Und da ich das nicht möchte, mache ich das auch noch nicht. So, da unten könnte man jetzt was machen. Ich möchte aber eigentlich jetzt erstmal die Sachen abgeben, die ich hier habe. Okay, also nach Bruchtal müssten wir einmal. Was benötigt Kein ihr? Ding. Nach Bruchtal machen wir das einmal ganz fix. Lang, lang ist her. Ich glaube, ich sollte jetzt auch bald, also ich meine, in diesem oder nächsten Monat kann ich uns auch dann das Sippenhaus endlich holen. Diesen oder nächsten Monat. Ich glaube aber diesen. Ich meine sogar nächste oder übernächste Woche. Müsste es eigentlich soweit sein. Ah, hallo. Und steht eine ruhmreiche Schlacht bevor. Seid ihr und eure Verbündeten bereit? Mein Vater hat mir den Zutrittsstein geschickt und ich bin also vorbereitet. Ziehen wir in die Berge und versuchen wir Skorgrim und seine Grimhans vernichten Skorgrim und seine Grimhans. Okay, wir versuchen es mal. Um Durins nach Rache verlangendem Volk zu entgehen, haben sich Skorgrims Grimhans in ein altes Zwergenlager hoch oben in den Pässen des Nebelgebirges zurückgezogen. Dort schmieden sie bereits Pläne für den Tag ihrer Rückkehr, der immer näher rückt, wenn man ihrem Tun nicht ein für alle Mal ein Ende bereitet. Mhm. Hoi. Seht euch das an! Skorgrim muss glauben, dass die Wände seiner Festung ihn schützen werden. So hoch und dick, wie sie sind. Doch er weiß nichts von dem Zutrittsstein, den er wieder beschafft hat. Wir werden uns durch seine restlichen Verteidigungslinien kämpfen. Und vielleicht werde ich ihm die Chance geben, aus dem Haupttor zu treten
und ihn mir zum Kampf zu stellen. Er hat keine Ehre im Leib, weshalb meine Herausforderung unbeantwortet bleiben könnte. Wie dem auch sei, meine Axt dürstet doch nach einer Chance, diesem närrischen Grimhand ein Ende zu bereiten. Seid ihr bereit? Die Grimhands haben keine Chance gegen uns. Weiß ich nicht, aber ich weiß, was ich jetzt wieder die Miete zahlen muss. Und am besten mache ich das heute noch. Also ich meine, ich müsste jetzt mal wieder zahlen. Kommt hier einfach so ein fetter Frostriese an. Also ich habe die Hoffnung, dass es jetzt nicht schwerer wird. Und dann sollte man das eigentlich schaffen. Das ist gerade das Spiel kommt klar. Bisher brauche ich auch nicht großartig heilen. Verfeinung der Grimhands, okay. Ach, ich glaube, ich habe hier diese eine Tat fertig. Ist diese? Wieder neue Loot-Punkte.
Turins Bart. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Ich werde Skorgrim herausfordern, nach unten zu kommen. Und sollte er nicht kommen, suchen wir die verborgene Tür. Okay. Hurra! Hilfe. Ja. Der das tatsächlich etwas stärker. Jetzt muss ich aber nicht in meiner. Da kann ich diesmal nichts machen. Alter. Ich brauche erstmal eine halbe Stunde für einen einzigen Gegner gerade. Leichter. Es scheint, die Grimmans hätten nicht erwartet, dass wir durch die verborgene Tür eindringen. Das ist amüsant, doch mich langweilt der Umgang mit niedrigen Grimmans. Lass uns endlich Skorgrim finden. Bitte, das ist die eigene Gegnergruppe. Rennt er jetzt da hinten rum? Weiß er selber nicht, oder? Mich wundert eher, dass Gimli hier Fernkämpfer ist mit seinen Äxten. Die eigentlich ein Nahkämpfer sein? Rein theoretisch. Mach selbe nieder. Wir sind dabei.
Das ist wieder einer dieser schwierigeren. So. Oh ne, der ist doch easy. Okay. Ich weiß immer nicht, wer von denen schwieriger ist und wer nicht. Und die gehen. Und dann doch die leichten. Ich glaube, das war genug. Skorgum kann sich nirgendwo mehr verstecken. Und ich glaube, das ist ihm auch ist ihm jetzt auch klar. Sein Verderben wartet vor seiner Tür und da muss ich ihm stellen. Seid ihr bereit zum Kampf? Ich glaube, Skorgum hat trotzdem noch ein Ass im Ärmel. Sag ja. Und zwar eine Nazgul. Boss, ein kleiner. Aua. Ja, da gehen die rein. Gimli ist so blöd und stellt sich einfach mal da rein. Das sind auf jeden Fall die schwereren. Ja, das ich jetzt wieder. So, Skorgrim. Seit Level 1 geht es mir um Keks. Aber ich sollte Gimli mal heilen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Kiwi. Ich hoffe, es geht dir gut. So, wir haben gleich Skorgrim. Oh, dir geht's fantastisch. Wieso das denn? Das freut mich. Was ist denn los? Also wenn es einem fantastisch geht, dann muss es ja ein wundervoller Hund sein. Rein theoretisch. Hey. Warum sieht das Handy eigentlich gerade nicht mehr leise zu stellen? Ich drücke drauf wie so ein Irre. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es. Also, das Handy spinnt manchmal. Seid gegrüßt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Und wir haben der Bedrohung durch Skorgrim ein Ende bereitet. Mich beunruhigt der Flucht des Nazgûl und die Erscheinung nach Skorgrims Tod. Doch im Moment können wir nichts dagegen tun. Immerhin haben wir den Grimhans ihren Verrat heimgezahlt. Lasst uns! Morgen hat mein bester Freund gebracht. Oh, das ist schön. Das ist schön. Dann hoffe ich, dass ihr den schön feiern könnt. Das war ein guter Kampf. Doch nun dürfte es Zeit sein zu gehen. Ich bin bereit, zu den Unterkünften in Bruchtal zurückzukehren, wenn ihr hier fertig seid. Ja. Sind wir. So, jetzt kann ich nochmal nachgucken. Kann ich das von hier aus erhöhen?
Ah, Quatsch, warte mal. Da. Und da halt. Ich glaube, bis zum 15. hatte ich es zwar. Aber ich verlängere jetzt mal bis zum 24.05. Ja, Sperrung am 24.05. Ich hatte bis März bezahlt. Ich hatte für ein halbes Jahr hatte ich mein Haus bezahlt. Ich habe jetzt aber nochmal ein bisschen was draufgepackt. Jetzt muss ich erst am 31.05. Puh. Uns geht's soweit gut. Mein Schatz schläft bereits, beziehungsweise war, glaube ich, gerade noch mit dem Hund draußen. Und hat sich jetzt endgültig in die Falle gehauen. Und ja, wir machen jetzt nochmal so ein paar Minütchen. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch einmal kurz nach Bre reisen. Und dann werde ich auch leider bald ausmachen tatsächlich. Weil ich in FF14 privat noch ein bisschen was zu erledigen habe. Und ja. Deswegen will ich jetzt einfach nur noch schnell nach Bre reisen. Wenn ich hoffe, dass ich irgendwie eine Möglichkeit finde. Ja, hat er. Er hat heute auch länger gemacht, als er eigentlich wollte. Und ja. Nein, ich spiele nicht mit Herbert. Nein. Ich vermisse meine Samtpfote. Nee, ich will mich noch auf die kommenden Raids vorbereiten. Mit Dufte und Freundin und so. Und was jemand raiden. Mal gucken, ob wir gleich jemand raiden. Er hängt von ab, wer da ist. Für gewöhnlich raide ich immer. Außer wenn es 6 Uhr morgens ist. Außer wenn es 6 Uhr morgens ist. Und da dann nicht. Weil da die wenigsten online sind. Ich wollte heute eigentlich auch länger machen, aber ich habe voll verplant, dass ich ja für die Raids jetzt auch langsam mal einiges fertig machen muss. Damit ich da auch bald mitmachen kann. In FF14. Weil, ja gut, den ersten Savage-Boss kann ich machen. Da reicht mein Gear. Für den anderen brauche ich aber noch 4 Gearpunkte. Es war 7 Uhr. Das ist mir egal. Ob 6 oder 7. Du weißt, was ich meine, Mappa. Du weißt ganz genau, was ich meine. Weil du hältst dann auch meistens mit mir so lange durch. Was ich übrigens toll finde. Muss man hier nicht alleine durchackern. Ich grüße euch. Das kann auch weg. So, wenn es möglich ist. Ja. Ja. Meistens ist es was ja, Gott sei Dank.
Nee, aber heute, wie gesagt, echt nicht so lange. Weil ich weiß, dass das... Also ich muss ja gleich noch in die normalen Raids rein, zumindest in den letzten der normalen Raids von FF14. Da muss ich mir noch meine Sachen rausholen. Beim Morgen wird es ja auch zurückgesetzt. Damit ich dann für morgen die nächsten, also wieder 4 machen kann. Und man kann sich die Sachen ja nur einmal in der Woche holen. Das ist dann halt direkt der Durchstart. Deswegen. Ja. Ich hätte dann doch gern meine Rüstung schnell vollständig. Weil 2 Sachen werden mir, glaube ich, gecraftet. Nee, brauchst du nicht. Ich habe ja meine Leute, mit denen ich raiden kann. Ich bin ja indirekt, sofern ich halt Zeit hatte, die ich ja habe, bin ich auch so halb verabredet. Also ich habe ja meine Leutchen. Wobei die normalen Raids, da gehe ich ja normal rein. Die Savage Raids mache ich ja mit Dufte. Da bin ich ja fest mit drin. Sofern ich halt kann. Natürlich, das ist die Voraussetzung. Sofern ich kann, versuche ich dabei zu sein. So, da ist wieder dieses Kapuzending. Das brauche ich. Was ist das hier? Kernholzrekels. Okay, das hier kann ich mir für einen anderen Char aufheben. Cool. Okay, ich habe noch Platz. Ich hatte jetzt Angst, dass ich vielleicht gleich keinen Platz mehr habe. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ja, ein wundervoller Tag. Wie darf ich euch heute helfen? Ja. Was kann ich für euch tun? Okay. So. Ich habe Kohle heute Morgen noch auf Level 15 gebracht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, ich könnte mir hier diese Reithose holen. Elegante Reitjacke. Aber ich will mal gucken. Gestähltes Ross. Jagdross. Geschmückte Gans. Okay, die Pets habe ich alle. Außer die geschmückte Gans. Jetzt will ich mir einmal das Gestählte und einmal das Jagdross angucken. Okay, das Jagdross sieht so tatsächlich recht langweilig aus. Und das Gestählte. Ich würde sie halt nie reiten, ne? Nee, damit warte ich noch, bis ich mir die Rösser hole. Dann hole ich mir lieber das nächste Set hier. Und zwar einmal die feierliche Reitjacke. Die feierliche Reithose. WB Kaya. Wobei du relativ jetzt zum Ende kommst. So fast zumindest. Wir sind so in den letzten Zügen.
Warte mal. Wie teuer wäre es, wenn ich mir im Shop jetzt nochmal... Ach ja, komm. Schalte ich mir doch hier einfach noch ein Tierwerk-Ding frei. Ja, ja, weil ich noch ein bisschen was für die Raids vorbereiten muss. Deswegen muss ich da leider ein paar Abstriche machen. Okay, das wäre... Der Umhang gehört zwar nicht dazu. Ach, das ist der. Okay, dann habe ich den, glaube ich, schon. Okay. Von Mods und Singles. Ja, ich habe viele davon. Also, was heißt viele? 4 Stück. Ich habe 4 Mods. So. Dann einmal gern zu meinem Haus reisen. Wir sind ganz friedlich. Meistens. Das ist öfters der Fall, Kaya. Das ist öfters der Fall. So, ich will jetzt noch ein bisschen was in meinem Haus einlagern. Da ist es. Das ist mein Heim. Home sweet home. Ich habe einen schönen Feldteppich. Wie viel ich eigentlich an den Wänden habe. Sachen, die so gar nicht dazu passen. Lagerraum hinzufügen. Dafür bräuchte ich aber 100 von den Dingern. Wie ich gerade am Hin- und Hergucken bin. Gott sei Dank habe ich so viel Geld gerade. So, Lagerraum hinzugefügt. Ich muss unbedingt auch mit meinen anderen Schafs mal die Dinger hier rausholen. Wie viele 2 Schlüssel habe ich noch? Okay.